Bananen, guten Tag und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und zwar mit den 5 komischsten Weihnachtstraditionen pünktlich zum ersten Advent. Top 5 ab. Auf Platz Nummer 5 liegt das in Caracas in Venezuela. Fahrt man halt immer einfach mal am Weihnachtsmorgen mit dem Rollerskating zur Messe, also zur Weihnachtsmesse. Fahrt mal halt hin. Ja. Völlig zu Recht würde ich auch mitmachen. Also das war Platz Nummer 5. Diesen Brauch kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Und zwar wird der in Deutschland und den USA gefeiert. Und das ist der Essiggurke am Weihnachtsbaum. Und zwar wer den findet, der soll am meisten, der soll Glück haben im nächsten Jahr. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Also ich habe mir nur gedacht, ja. Weil wenn man jetzt irgendwo anders auf dem Globus ist, nicht hier bei uns, dann wird man das nicht kennen und drum ist es verrückt. Drum ist das auch nur auf Platz 4. Und jetzt kommen wir zum Platz Nummer 3. Und dieser Brauch wird in Dänemark gefeiert. Und das ist der zweite Samstag im November. Und da probiert mal jeder einfach mal das neue Weihnachtsbier aus. So gehört sich das. Und dort wird sich angesoffen, bis man umfällt. Platz 2 ist in Italien und zwar alle Jahre wieder kreist La Befana durch Italien und sucht das Jesuskind. Das hat es ja damals verpasst und jetzt sucht es noch immer. Und sie hofft unter den Kindern, dass sie eben schließlich das Jesuskind findet. Naja, bislang hat sie es noch nicht gefunden. Und nun sind wir auch schon wieder beim Platz Nummer 1 angelangt. Doch bevor das müssen wir natürlich noch aus dem letzten Mal Top 5, Hashtag 005. Wiederum Erich Weber. Und okay, also ich darf wieder mal den ersten Platz verkünden. Es ist das Russenvideo, korrekt. Hashtag auch Russ. Und herzlichen Glückwunsch zu deinen 3 Jubiläen. Mach weiter so oder so oder so oder. Also, und nun kommen wir zu Platz 1. Hier ist die Goldmedaille. Wum. Platz Nummer 1 findet in Wales in England. In Wales in England, Entschuldigung, weil da steht Wales. Aber das ist Marie Levitt, so heißt die Tradition. Und das ist ein Pferdeschädel. Man geht als verkleideter Pferdeschädel durch Wales und klopft an die Häuser an. Und wenn jemand öffnet, fragt man, ob man etwas zum Essen bekommt. Also, das ist ganz komisch. Das ist Platz Nummer 1 gewesen. Und zwar, das war's. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bleibt krumm. Ciao.